Der Satellit wird nicht interplanetar geschossen, weil wir, glaube ich, noch nicht die nötige Forschung für die Funkverbindungen haben. Wir werden einen sehr hohen Umlauf kriegen. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Rakete theoretisch dafür geeignet ist, auch einen Impactor auf den Mond zu schießen. Aber das wird heute nicht mehr passieren. Wir werden einen Satelliten in eine sehr hohe Umlaufbahn schießen, um die Erde rum, weil wir brauchen auf jeden Fall Forschungssachen aus High in Space um die Erde. Und das will ich jetzt machen. Dafür haben wir diese Rakete hier gebaut. Und dahin spulen wir jetzt mal vor, weil die ganze Zeit hier ist unsere Forschungsqueue voll und sogar noch weit darüber hinaus. Und dann starten wir diesen Satelliten, der kann dann Wissenschaftspunkte sammeln und danach geht es weiter mit einem zweiten Höhenforschungsflugzeug, aber das wird dann wahrscheinlich nicht mehr heute passieren. Aber erstmal warpen wir bis zu der Rakete. Die hat schon sehr schön funktioniert. Dann machen wir hier Rollout. Oh, es dauert auch nochmal 15 Tage. Tech, ja, Hypersonic Flight wird dann fertig sein, wenn wir sie ausgerollt haben. Oh, einer unserer Satelliten hat wirklich lange durchgehalten. Aber uns leider keine Wissenschaft beschert. Also, Warp to Complete. Ja, der Wissenschaftssatellit hat keinen Saft mehr. Schade. So, und jetzt wird Early Flight Control zu Ende erforscht und danach kommt Entry, Descent and Landing. Und sind wir jetzt fertig mit dem Ausrollen? Ja. Und es ist Tag. Sehr, sehr schön. Okay. Jetzt gucken wir uns an, was diese Rakete hier alles kann zum Abschluss für heute Abend. Ja, KSP-2 steht auch auf meiner Wunschliste. Frühjahr 23, ja, ich glaube, zweites Quartal 23 ist Kerbal Space Program 2 angekündigt. Oh, Ende März, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ja, ich habe keine Ahnung, ich gucke mal. Wahrscheinlich, ich habe die Befürchtung, dass mein Rechner Kerbal Space Program 2, dass ich da wahrscheinlich nochmal Hardware kaufen muss, wenn ich Hardware kriege. So. Vessel Complete. Das ist unser etwas seltsam anmutendes Gefährt, was wir gebaut haben, aber sie funktioniert. Sie funktioniert. Und ich benutze den Ascent Guidance hier und der Pfad hat gut funktioniert das letzte Mal, als wir es ausprobiert haben. So, hier kann man alles Mögliche einstellen. Ich gucke nochmal. Wir automatische Stufentrennung bis zur Stufe 5. Oh. Gut. Ich habe oben an der Fairing noch was geändert. Check your staging, ne? So, das ist die Stufentrennung für die Booster. Dahin soll es automatisch gehen und die Fairing, die Cargo Fairing, sprenge ich automatisch ab. Genau. Ein bisschen Soyuz-Style oder S7-Style, aber eine sehr, sehr kleine Payload. Ja. Dann gucken wir mal, was dieses Ding alles kann. Machen wir mal hier die Ressourcen auf, dass wir da auch einen Blick drauf haben können. Engage Autopilot und dann ab dafür. Was? Auf Start zurücksetzen, das gibt's doch nicht. Stage 8 ist falsch, oder? Ja. Was war das denn? Scheiße. Oh Gott, fällt das ganze Ding auseinander. Ja, Stage 7 ist, was ist denn Stage? Ja, Stage 7 ist definitiv falsch, genau. Stage 7 muss mit da rein und die sollte eigentlich nicht. Ah, da habe ich nicht ausgemacht, dass die nicht abgekoppelt werden. Genau, und dann.
Ja. So rum ist richtig. Und hier muss jetzt der hin. So. Das ist die richtige Stage 7. So, hier ist alles richtig eingestellt. Current, Engage Autopilot. Ja, Vessel ist complete. Zeig uns das an. Und ja, jetzt ist wirklich alles okay. Und los geht's. So, ein schönes Teil. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber es tut das, was es soll. Es soll einen Satelliten in eine sehr, sehr hohe Umlaufbahn werfen. Und wir haben ein bisschen Bewölkung. Das heißt, wir brechen gleich wieder durch die Wolken. Ich finde das immer einen wundervollen Anblick. Hier sind schon leichte Wolken. Großartig. Ja. So. Ja, und jetzt kann man es auch ein bisschen besser sehen, was das für ein Monstrum ist, was ich da zusammengefrickelt habe. Ja, die Booster helfen auf jeden Fall mächtig und wir haben jetzt schon, meine Fresse, Thrust-to-Weight 3,3. Da kann sowas von eine viel, viel schwerere Payload drauf. Wir werden große Satelliten starten demnächst mit diesem Gerät hier. Okay, noch 10 Sekunden, bis die Booster weg können. Und da zoome ich mal ein bisschen raus und dann gucken wir uns das an. Da unten ist noch das Space Center. Und. Da taumeln sie von dannen. So, und wir sind jetzt schon. Ich mache Disengage Autopilot und ich werde das Ding jetzt von Hand fliegen. Ich möchte es flacher werden lassen, weil wir müssen aus der Atmosphäre rauskommen. Wir wollen einen hohen Orbit erreichen. Das heißt, ich möchte jetzt super viel Horizontalgeschwindigkeit aufnehmen. So, nur so einen leichten Winkel, das reicht mir schon. Dass wir über 140 Kilometer kommen. Ja, ich hoffe auch, dass man keinen NASA-PC dafür braucht, um Kerbal Space Program 2 zu spielen, weil es gerade im Chat ist. Ich hoffe das ist wirklich sehr. Ja. Aber wir werden es wohl erst erfahren, wenn das Spiel rauskommt. So, und jetzt kann ich direkt auf den Horizont zu burnen, weil, ja. Wir haben schon Apoapsis bei 141 Kilometer und jetzt können hier auch diese ganzen Sachen mal zu. Und ja, wir nehmen jetzt einfach nur noch Geschwindigkeit auf für einen wunderschönen, sehr, sehr hohen Orbit. Diese erste Stufe ist halt krass. Thrust-to-Weight-Ratio nähert sich der 4 und wird am Ende 9 haben. Also, wie gesagt, hier kann so viel mehr Payload drauf. Und jetzt würde ich auch einfach mal sagen, wir machen mal die Ausrichtung, dass wir direkt in unseren Bewegungsvektor hinein, dass wir noch ein bisschen Höhe dazu kriegen. So flach muss es nicht. Wir haben genug Delta-V in diesem Ding drin. So, und da sind wir aus der Atmosphäre raus. 1400 Kilometer und ich werde dann direkt auch die zweite und die dritte Stufe zünden und die dritte Stufe werde ich früher beenden. So, aber erstmal, bevor wir die zweite Stufe zünden. Einmal. Fairing weg und ich möchte hier mir die Wissenschaft angucken. Oh, Cosmic Ray Science läuft tatsächlich. Wie schön, da haben wir noch nicht alles eingesammelt.
Ansonsten haben wir hier noch mehr. Ach ja, genau. Wir hatten noch ein Barometer wartet und ein Thermometer, das auch wartet. Da oben drauf. Die sehr, sehr leichten Experimente quasi. Und jetzt wird es Zeit für die zweite Stufe. Genau. Oh nein! Nein! Scheiße! Der ist an die falsche Note dran, als ich das wieder zusammengebaut habe. Oh nein! Aber noch ist nicht alles verloren. Wir sind immer noch in einer vernünftigen Ausrichtung. Ich kann die dritte spinnstabilisierte Stufe einfach starten. Ja, da ging was falsch. Ich habe die falsche Note wieder dran geklebt an die obere Stufe. So ein Mist, das gibt's doch nicht. Okay, und hoffentlich reichen einfach die 2000. Aber wir werden. Nee, wir werden nicht schneller. Ja, es ist alles komplett blockiert. Ich zünde jetzt einfach die nächste Stufe. Also, ab dafür. So, dann lassen wir dieses. Damit sollten wir auch einen hohen Orbit erreichen. Hoffentlich. Aber sowas passiert halt, ja. Scheiße. Wenn wir das nicht, dann mache ich Revert Flight und wir nehmen die Rakete und werden sie umbauen. Ja, wir kommen nicht über 40 Kilometer hier oben. Ah, 15 Sekunden. Also ich glaube nicht, wir sind jetzt bei 5 Kilometer, 5000 Kilometer. Wir kommen nicht über 40.000 Kilometer Höhe für die Apoapsis. Kommen wir nicht. Nee, 12. Alles klar, Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Ja, das ist so ein typischer KSP-Fehler. Nicht auf den Bau. Nee, auf den Start zurücksetzen und auf den Bau zurücksetzen ist so ein bisschen was anderes. Ich muss. Ah nee, ich weiß gar nicht. Kann ich ihn auf den Bau zurücksetzen? Doch, ich müsste. Flug zurücksetzen, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Und dann müsste ich editieren können. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, die ist schon gebaut, genau. Das ist immer so ein bisschen. Nee, genau. Wir haben hier kein Dings. Ich muss jetzt, glaube ich, einfach rausgehen. Kein Save to Edit. Ich muss jetzt zurückrollen. Also ich muss den Rollout rückgängig machen und dann kann ich sie editieren. Das heißt, Vessel, genau. Ich möchte den hier Rollback. Das dauert 15 Tage. Brrr. Was ist abgeschlossen? Ach so, okay. Einmal Rollback. Und jetzt kann ich Edit machen. Oh nein, ey, das gibt's doch nicht. Oh. Aber so ist es. Ich hoffe, das sind nur ein paar Tage, die das dauert. Die Edit ist die beste, ja, Willi. So, ist das deswegen, dass er mir da oben immer eine lustige Fairing anzeigt? So von wegen, wir machen das jetzt mal durchsichtig, weil du Idiot hast was falsch gemacht. So, und jetzt mache ich mal
Nee, extra Hide brauche ich nicht. Ja. This note decouples. Hier, da kann man es nochmal sehen. This note decouples. This note does not decouple. Und da hatte ich das dran gesetzt. Und ich habe die Hide einfach zu weit runter gesetzt, sodass die zu nah aufeinander sitzen. Jetzt mache ich die Hide mal. Ich bin mir jetzt sicher, dass es die richtige Höhe ist. Also. So, und jetzt brauchen wir da einfach nur nochmal sowas hier dran. Zack. Und das war das hier. Und Delta, genau. Und keine Fairing Decouplers. Und Density kann runter. So. Und jetzt müssen wir noch das hier hochschieben. Jetzt ist das Staging auch korrekt. Ja. Jetzt ist das Staging auch korrekt. Okay, das dauert 16 Stunden, diese Änderungen zu machen. Das ist doch schon mal schön. Save Edits. So. Und jetzt. Bitte. Bitte. So. Und jetzt das einmal bauen. Dankeschön. Und einmal Rollout. So, und da sind wir auch am Tag. Schön. Das heißt, nochmal. Ab geht's. Zarazani, sag bloß ja nichts. Engine Failure incoming. Ich mach dann einfach Revert to Start und dann probieren wir das nochmal. Beschwöre es aber bitte nicht. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass wir die letzten Modelle dieser Antriebe haben. Ich hoffe einfach nicht, dass sie uns auffallen. Möchte einfach hier einen Satelliten in eine hohe Umlaufbahn schießen und damit sehr viele, unanständig viele Wissenschaftspunkte sammeln. Nö, nö. So. Vessel complete. Ja, ja, ja. So. MechJab, Ascent Guidance. So. Safe Game Corruption Incoming. Alter, the real Panze. Beschwört nicht. Auf zum Atem. Genau, das ist die richtige Einstellung. Staging ist korrekt. Bis 5. Jawohl. Winkel. Engage Autopilot. Und los. Und da flügt sie. Da flügt sie. Fliegt sie, nicht flügt. Die Bewölkung ist sehr niedrig. Das sieht richtig cool aus. Ja, die äußeren Booster könnten auch mal bei der nächsten Version hiervon... Mache ich für die äußeren Booster auch mal eine Schürze. Das sieht einfach besser aus. Also sie wird dann wahrscheinlich nicht besser fliegen, aber es sieht einfach besser aus. Hat auch was, so wie es jetzt aussieht, aber ich glaube, es sieht einfach noch besser aus. Nee, Vogelschlag Gott sei Dank nicht. Aber danke, Panse. Vogelschlag wird nicht simuliert, auch nicht in Realism Overhaul. Nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. So, da ist es... Ah ja, genau. Es kommt gleich zur Stufentrennung von den Boostern. Dann gucken wir uns das von vorne mal an. Und jetzt gleich. Bumm. Da trudeln sie weg. Okay. Und ich übernehme mal hier direkt die Kontrolle und brenne mal ein bisschen niedriger, weil so hoch hinaus müssen wir nicht und mehr
vertikale Geschwindigkeit ist mehr gut. Wobei diese Stufe halt super krass am Ende so viel Schub nochmal bringt auf den letzten Metern. Das ist der Wahnsinn. Du hast gerade ein krasses Déjà-vu. Einer der Satelliten ist im Weg. So ein Quatsch. Nein. Überhaupt nicht wahr. Vor allem werden Kollisionen, Gott sei Dank, werden Kollisionen bei hohen orbitalen Geschwindigkeiten in Kerbal Space Program nicht korrekt und nicht zuverlässig berechnet. Gott sei Dank. So, wir sind jetzt schon auf der richtigen Höhe. Also, Apoapsis ist über 140 Kilometer. Das heißt, ich brenne jetzt direkt auf den Horizont zu und kurz vor Ende werde ich auf Prograde umschalten und ja, das hier brauchen wir auch alles nicht mehr. Und dann wird es Zeit für die zweite Stufe, beziehungsweise jetzt gleich erstmal für die Abtrennung der Cargo Fairing. Dann mache ich mir hier meine Wissenschaft hin. Und dann zünden wir die zweite Stufe. Als hätte ich den Start schon mal gesehen. Ja, ja. No Entry, moin moin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Das sieht schon gut aus. So, jetzt sind wir in dem Bereich 25 Sekunden. Und jetzt richte ich mich mal aus hier auf ein wenig über den Horizont. Noch 18. Und in diesen 15 Sekunden kommen da nochmal 1300 Meter pro Sekunde raus, weil das Thrust-to-Weight auf über 9 hochgeht ganz am Ende. Ja. Unglaublich. Okay. Und einmal die Fairing weg und dann markieren wir uns mal, also pinnen uns das hier an und einmal das Barometer, das wir starten und das Thermometer, was wir starten. Und eben habe ich doch fast den Bio-Container vergessen. Den haben wir auch noch oben drauf geklatscht, weswegen diese ganze Chose passiert ist. So, und jetzt starten wir die zweite Stufe. Und los. So. Gott sei Dank. Tschüss, erste Stufe oder zweite Stufe. Schön. Die brennt jetzt 2 Minuten und ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen physikalischen Time Warp. Und wir kommen mit der zweiten Stufe jetzt auch schon locker aus der in die Umlaufbahn. Ja. Sehr schön. Und warum sind die Sachen hier gestoppt? Ich will, dass die laufen. Genau, Biological Sample. Da können wir noch sogar was einsammeln. Und auch Cosmic Ray Science. Sehr schön. Und so wie es aussieht, haben wir genug Solarzellen drauf, weil unsere Batterien sind voll. Das finde ich super. So. Wir haben schon eine gute Höhe und die dritte Stufe wird uns sehr weit rauskatapultieren. Und ich werde dann frühzeitig den Raketenmotor der dritten Stufe abschalten, sodass wir einen hohen Orbit um die Erde beschreiben. Immer wenn wir nah vorbeifliegen, senden wir unsere Daten zur Erde. Immer wenn wir weit draußen sind, werden ordentlich Wissenschaftsdaten gesammelt. Entity, Entschuldigung. Es ist auch schon spät. No Entity, Entschuldigung. Habe ich falsch gelesen. The Real Panzer hat mich korrigiert. Danke, Panzer. Erzeugt das Triebwerk nicht auch Strom? Nee. Das wäre ja noch schöner. Eigentlich, das sollte eigentlich keinen Strom. Das ist nicht wie in Kerbal Space Program, dass die Sachen einfach alle Strom erzeugen.
Das hier ist, nee, so ist es nicht. Okay, noch 3 Sekunden und dann starten wir direkt die letzte Stufe. Oh, das war knapp. Meine Fresse. So. Ich habe nicht gesehen, dass er das zweite Mal Leertaste drücken nicht genommen hat. So, der Satellit rotiert jetzt und jetzt, du siehst immer noch, wir können auch mal hier in die Ressourcen reingucken. Bei Strom steht 0. Da wird nichts verbraucht. Und dieser Antrieb hier hinten erzeugt definitiv keinen Strom. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Hier, Apoapsis High. So 500.000 Kilometer. Da mache ich Feierabend. Okay. Das ist hoch genug. Müssen nicht auf 1 Million Kilometer raus. Gucken wir uns das mal auf der Karte an. Ja. Das ist ein sehr hoher Orbit. Das ist weit hinter den Mond. Aber wir werden den Mond leider nicht treffen. Wir sind außerhalb der Ebene des Mondes. Das ist ein sehr hoher Orbit. Da werden wir sehr viel Wissenschaft drüber bekommen, wenn wir da hinausfliegen. Und wir hätten noch 781 Meter pro Sekunde gehabt. Das heißt, mit dieser Rakete können wir kleine Satelliten, so wie diesen hier, auf jeden Fall außerhalb des Einflussbereichs der Erde feuern. Muss der Satellit so rotieren? Ja, der muss so rotieren, weil wir können den nicht steuern. Ich habe den extra leichtgewichtig gebaut, damit wir Avionics sparen. Avionics sind meistens das Schwerste. Und das heißt, dieser Probe Core, der hier oben drauf sitzt, der kann nichts steuern. Und deswegen wurde er mit kleinen Solid Rocket Motors zum Rotieren gebracht. Und wenn ich dann beschleunige, ist er spin-stabilisiert. Spin-stabilisiert. Das heißt, er rotiert und er dreht sich dann nicht zur Seite weg, sondern weil er rotiert, fliegt er weiter in dieselbe Richtung. Genau. Ja, leider nicht treffen. Ja, ist es besser so. Wir wollen Forschung machen. Eine spätere Mission schreibt uns vor, dass wir einen Lunar Impactor bauen. Das heißt also eine Sonde, die auf der Oberfläche des Monds einschlägt. Das wird dann im nächsten Stream passieren. Ja. Ja, wie eine Pistolenkugel. So könnte man es auch machen, genau. Genau, aber hier ist es größtenteils deswegen, weil wir Strom sparen wollen und wir sind elektrisch positiv. So, und dann würde ich mal sagen, wir spulen mal ein bisschen vor und Warnung! Wie? Batteries are getting low? Welche Batterien denn? Ne, die Batterien sind knallvoll! Was erzählst du denn? Sowas. Nee, Pistolenkugeln werden nicht extra so gebaut, dass sie sich drehen. Beziehungsweise Pistolenkugeln, Gewehrkugeln vor allem. Pistole weiß ich gar nicht hundertprozentig. Aber bei Gewehr heißt es ja auf Englisch Rifle. Und Rifle ist darauf zurückzuführen, dass du eine Bohrung hast, eine Spiralbohrung in deinem Lauf, sodass die Kugel einen Spin bekommt und deswegen geradeaus fliegt. Horsti, es war so schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch eine ganz zauberhafte gute Nacht. Ja, wäre das ein bemanntes Raumfahrzeug, hätte man viel aufzuwischen. Ja, bemannte Raumfahrzeuge zeichnen sich auch meistens dadurch aus, dass sie sich steuern lassen. So, und hier sind wir über Afrika. Ich mache noch mal ein bisschen und wir steigen auf in eine höhere Umlaufbahn. Sehr viel weiter von der Erde weg. So. Und da entfernen wir uns von der Erde.
mit unserem kleinen wild rotierenden Satelliten. Und sobald wir 40.000 Kilometer haben, so lange spule ich jetzt noch vor. Sind ja jetzt noch keine Tage, es sind ja nur 50 Minuten oder so. Und dann sehen wir, dass hier alle Sachen anfangen, Wissenschaftspunkte zu sammeln. Und dann können wir den Satelliten einfach sich selbst überlassen und uns anderen Dingen auf der Erde zuwenden. Ja, und da fliegen wir weg von der Erde. Sehen wir den Mond irgendwo? Nö. Geil, warte. Wie? Batterien are getting low. Batterien sind knallvoll. Hier. Super voll. Naja. Ja, wir hatten noch nie Kontrolle. We no longer have control. Ja. Uncrewed Speed Record of 9000 Meter pro Sekunde. Oh, cool. Dafür haben wir nochmal Kohle gekriegt. So, wir haben nie Kontrolle über diesen Satelliten gehabt. Und hier läuft auch weiter unsere Wissenschaft. Das ist sehr, sehr schön. Wir bewegen uns jetzt schon innerhalb von 2 Stunden langsam in Richtung 40.000 Kilometer Höhe. Und dann möchte ich jetzt nochmal einmal sehen, wie die ganze Wissenschaft umschwingt. So, und da, jawohl, da sind wir, da haben wir sogar die Telemetrie schon zurück. Und hier laufen jetzt alle Experimente, die uns sehr, sehr viel Wissenschaftspunkte liefern. Einige dauern nur ein paar Minuten, das heißt, wir können da auch mal einfach mal die Zeit vorspulen. Und wir kriegen ordentlich Wissenschaftspunkte einfach so übermittelt, weil wir haben jetzt auch tatsächlich immer noch Funkverbindung runter zur Erde. Hätte ich nicht gedacht, aber ja, wir haben schon Lunar Range Communication erforscht. Das heißt, der Satellit kann einfach so mit den Sachen kommunizieren. Und hier werden auch fleißig Punkte gesammelt. Das dauert teilweise 90 Tage, Micrometeorite Detector. Aber der Satellit hat Solarzellen und rotiert stabil in der Sonne. Das heißt, er hat immer genug Strom. Ja, hier unten, da haben wir noch 30 Tage, 90 Tage, 1 Stunde 49 Minuten für Massenspektrometrie. Okay. Und Biological Sample ist in 9 Minuten durch. Da spulen wir dann nochmal vor. Das wäre... Oh, was ist da passiert? Das ist erschöpft. Okay, aber immerhin haben wir einiges an Wissenschaftszeug eingesammelt. Ah, oder, ja, das waren die Batterien von der abgesprengten Antriebsstufe. Dankeschön. Ja, total korrekt. Das waren die Batterien der abgesprengten Antriebsstufe. Danke, The Gentleman. Das war richtig. Oh ja, Gemini 8, genau. Bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 1 Umdrehung pro Sekunde versuchten Armstrong und Scott das Raumschiff wieder zu stabilisieren. Oh ja. Da gibt es auch ein großartiges Video von Scott Manley drüber, wo er diese Geschichte erzählt, was da genau passiert ist. So, unser Satellit, Mission erfolgreich. Wir sind sehr hoch. Wir sind noch nicht über 40 Kilometer. Achso. Ist wahrscheinlich ab 36.000 Kilometer, irgendwie sowas. Naja, wir haben viel Wissenschaftspunkte schon eingesammelt. Wir können aufs Weltraumzentrum, der Satellit wird weiter um die Erde kreisen und sein Ding tun. Wir können zurückkehren und die wundervollen Wissenschaftspunkte, die wir geerntet haben, benutzen, um in die Richtung zu kommen, dass wir die erste Kapsel haben können, in die wir Menschen reinsetzen, um auch bemannte Raumfahrt zu machen. Aber wir haben jetzt schon mit unserer Rakete gesehen, wir können Dinge in Richtung Mond schießen und das wird
eins der nächsten Ziele sein. Und wir haben einen Upgrade-Punkt bekommen. Yay! Und den stecken wir direkt ins Vehicle Assembly Building. Tech wird immer noch erforscht. Wir haben ein Space Plane in Storage und 19 Punkte. Das heißt, Human Rated, da kriegen wir Landefüße und mehr Heat Shields. Oder wir brauchen Crew Survivability. Da kriegen wir Life Support Tank und sowas. Oder wir könnten Early Human Spaceflight Materials. Die brauchen wir auch noch. Und da wir 19 haben und die 19 kostet, fangen wir damit an. So, die dauert nämlich am längsten. Und wenn der Satellit weiter Forschungsdaten macht, dann können wir beim nächsten Mal noch ein paar Höhenforschungsflugzeuge machen. Und dann fehlt uns noch die beiden und dann können wir Basic Capsules erforschen. Und wenn wir das am Erforschen haben, dann versuchen wir auch mal den Mond mit irgendeinem Ding zu treffen. So. Aber ich mache mich mal wieder groß. Für heute war es das von meiner Seite. Mein Gott, schon 12:30. Wir haben viel geschafft. Wir haben es geschafft, eine neue Rakete zu bauen, sie dann nochmal zu reparieren und einen Satelliten in eine sehr hohe Umlaufbahn zu schießen. Er hat genug Strom und wir haben mit den Überschallflugzeugen echt einiges an Wissenschaft eingesammelt. Damit machen wir nächstes Mal weiter. Das Flugzeugbauen fängt auch an, mir irgendwie Freude zu machen. Und wenn wir dann höher kommen und darüber noch mehr Forschungszeug machen können, freue ich mich da auch drauf. Ich wünsche euch allen eine zauberhafte Nacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen bei Just Chatting dabei seid. Genauso würde ich mich auch darauf freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag bei der Dienstagspolitik mit dabei seid. Kommt gut durch die Nacht. Ich wiederhole mich schon wieder. Das ist ein deutliches Zeichen, dass ich aufhören sollte. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.